gerne. Okay, so. Ja, danke. Perfekt. Läuft noch alles? Wollte mir ja mal gucken, ob das Stream noch flüssig läuft. Wenn mir das hier unten gerade nicht angezeigt wurde. Deswegen habe ich einmal kurz in Twitch selber reingeschaut. Aber da alles gut aussieht, ne, kann es weitergehen. Nun. Ja, danke, Kaya. So. Also, das Rennen wartet auf uns, ne? Geralt, der Meister der Pferderennen. Dann rennen wir mal. Ja, mal sehen, ob ich die Strecke hinkriege. Ich kenne die hier noch nicht. Ich bin auf Skellige noch nicht so wirklich bewandert. Mit wem muss ich hier reden? Ah, mit dir. Gut, Mit dem dass du Buchhalter, kommst. natürlich. Uns fehlt noch ein Teilnehmer für das Rennen. Bereit? Immer doch. Klaro. Schnapp dir einen Gaul. Leute, wir haben einen dritten. Neben Baldsigge und Ägir Fischig geht Kartoffel für Turbo mit. Geralt von Riva an den Start. Meinst du, das bringt was? Und weg sind sie. Schneller, so. Schneller. Na, ich glaube, die erste Strecke wird eigentlich ganz einfach werden. Ja, klar, trinkt man schon wieder. Keine Ahnung. Na, das kann was werden. Weißt du, genau jetzt schlägt das Wetter um. Das war aber keine gute Planung. Kannst du nicht schneller? Schmeiß eine Banane und einen roten Panzer. Kaya, wir sind hier nicht bei Mario Kart, ne? Wobei, ich glaube, mit einer Banane könnte ich sogar dienen. Ich weiß nicht, ob es die hier gibt, aber mit irgendeiner Frucht kann ich bestimmt dienen. Hätte ja sein können, ne? Ist das alles? Nein! Huch! Was passiert denn jetzt? Wer rettet dich? Hört, Leute! Unser Sieger ist ganz Geralt von Riva! Ah, sehr was cool. Ruhm und Ehre erkämpft, Hexer. So, aber das Geile ist, tollen Preis plötzlich verdient. ist das Wetter wieder umgeschlagen. Sehr poetisch. Ja, stimmt. Wir haben einen Poeten unter uns. Man nannte ihn Dufte. So, Heldenrennen. Der Stange nicht erduftet. Oh Mann. So, okay, das ist jetzt keine direkte Quest. Das ist wo? Ach, das ist da hinten. Weil da auch irgendwas sein soll. Das ist auch ganz in der Nähe. Das ist da hinten. Warum ist plötzlich da hinten? Das hat sich gereimt. Ich meine, wir waren doch da und nicht da unten. Gut. Dann rufen wir plötzlich trotzdem nochmal hierher. Die ist einfach mal hier hingeportet. Los, los. So, nach Kertolde. Das kann lustig werden. Nilfgaard ins Kellige. Hallo, die guten Mukus. Herr und Frau Muku. Ja!
irgendwie reiten wir wieder falsch. Das ist immer Lieblings-Eis, Schoko-Vanille. Okay. Also Vanille gebe ich dir auf jeden Fall recht. Liebe Vanille. Bei mir ist es tatsächlich Vanille, Zitrone und Waldmeister. Aber das Waldmeister muss halt wirklich, wirklich intensiv schmecken und nicht so dieses Billigeis. Es muss schon aus einer guten Eisdiele sein. Karamell-Käsekuchen. Es gibt echt eine Eissorte mit Käsekuchen? Echt? Also Karamell weiß ich, aber... Gibt es einen Becher bei Rewe? Echt? Okay, das brauche ich. Das brauche ich. Ich liebe Käsekuchen und ich liebe Eis. Also perfekte Kombi. Ja gut, auch ich brauche das. Ich hoffe, das gibt's hier auch. Ja, ja, ich reite. Vielleicht gewinne ich sogar. Da kommt die Sucht durch. Wenn du so hart bist, wie du sagst, wer weiß. Hört's, Leute! Das Rennen geht gleich los! Für die Ehre der großen Mutter reiten der schnelle Oswald, der einsame Swan und Geralt von Riva. Ja, das nächste Rennen. Greift euch die Zügel und schwingt euch in die Sitten. Für Freya, genau. So, wir reiten erstmal gemütlich, ne? Wobei, ne, der eine ist mir zu schnell. Keiner kann's mit dem schnellen Oswald aufnehmen. Doch. Geralt auf Plötze. Gespannt seit der ersten Stunde. Komm. Halt Abstand, Penner. Warum habe ich beim Start nochmal getötet? Keiner kann's mit dem schnellen Oswald aufnehmen. Hätte ich doch bloß nicht getrödelt, hätte ich doch bloß nicht getrödelt. Ha! Haha! So viel zu der schnelle Oswald. Oh Gott, hier soll irgendwo ein Monster sein. Ah, und hier ist das Ziel. Sehr gut. Oha, letzte. Es war, wie du vorausgesagt hast. Du hast gewonnen. Die Ehre ist dein. Der Preis auch. So, und wieder ein bisschen Money Money verdient. So, ja gut, wir könnten jetzt wirklich einmal nach Kehrtröde. So. Oh Mann. Ja, Geralt ist halt einfach. Geralt ist Geralt. Ich glaube, es gibt nichts, was Geralt nicht kann. Oh Scheiße. Das bin ich übrigens gerade nicht. Wir fallen automatisch runter. Ich weiß auch nicht, nur nicht, wie wir wieder hochkommen sollen. Das ist, glaube ich, das größere Problem. Ah, Monsternest. Klingt doch schon mal vielversprechend. Hallo, Geralt. Komm bitte. Sachen wie Geralt nicht mehr kein Feiner. Wahrscheinlich, ja. Ich meine, Geralt ist gut im Pferderennen. Geralt kann gut kämpfen. Geralt kommt gut mit Frauen klar. So. Ja, doch. Hier kommen die Ertrunkenen her. Ich sollte es zerstören. Er kann gut tauchen. Bergsteigen kann er auch noch. Ja, doch. Schon was ordentlich. Geralt hat Potenzial zum neuen Chuck Norris. Meinst du? Chuck Norris der Neuzeit. Wobei, Neuzeit? Ja, das Putzen macht Spaß, ne? Warum habe ich das bloß gemacht?
Also Kaya, du kannst dich ja mal so ein bisschen zurückhalten, nicht? Musst du es ja nicht alle zustinken. Nee, kann ich nicht, weißt du doch. Soll ich dir eine Toilette bauen? Dann geht's dir immer in die Hose, weißt du? Weil das klang, als wenn er noch... Nein, nein, nein! Toll. Ach, da ist meine Beute. Oh Gott. Das war haarscharf. So. Cool. Einmal speichern. Hui! Geralt slidet den Berg runter. Das kann auch kein anderer. Und das ohne sich die Beine zu brechen, also. Das würde schon gelernt sein. So, kommt der runter oder? Wahrscheinlich nicht. Magie, ein Ort der Macht. Ja, klar, jetzt. Na komm, Sirene, komm. Aua. Das kann. Wie soll ich euch so kriegen? Ihr müsst mal landen. Ha! Eine habe ich. Zweite. Und wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt erhalten. Ja, das möchte ich einmal verbessern. Da habe ich hier irgendwas. Nein. So. Sie spricht laute Fußstimme. Oh Mann. Wie kommst du auf sowas? Das grenzt ja echt daran, also so, ne? Dichtkunst. Wir haben hier echt einen Dichter unter uns, unfassbar. Nicht schlecht. Ich glaube, wenn ich versuchen müsste zu dichten, da würde nichts bei rauskommen. Bla, bla, bla. Das hat man sich so auf dem Schulhof erzählt. Meinst du? So. Chance auf Vergiften. Und dagegen gewinnt so. Das würde eigentlich passen. Hoffe ich. Und hier müsste es eigentlich noch irgendwo. Da. Ich denke mal, da in dem Schiff müsste es irgendwas geben. So, okay. Sirene, bitte einmal hierher. Könnten Sie bitte einmal das Schiff betreten? Aber das war knapp daneben. Da liegt erstmal schön der Flügel. Ja. Ein Sirenenversteck. Ich muss es zerstören. Und es hat Boom gemacht. Natürlich. Okay. Ah.
Natürlich, und auch eine dieser großen Viecher. Ein Krönchen für dich. Alter, du kleines Mistvieh, ey. So, einen Schlag brauchst du noch. So. So. Hat wohl nicht ganz so gut geklappt. Da ist auch noch eine Kiste. Die verleiben wir uns auch einmal ein. Ist hier noch irgendwas, was wir entdecken können? Ja, da hinten ganz viel, aber... Ich glaube... Schwimmen sollte Geralt jetzt nicht unbedingt. Das könnte, glaube ich, nicht gut enden. Das muss ich immer mal zu Weihnachten gehört, sehr empfehlenswert. Okay. Kenne ich, glaube ich, gar nicht. Wobei ich mich aber auch nie mit Loriot oder so beschäftigt habe. Allgemein mit Gedichten nicht. Ein echter Klassiker. Ja, muss ich mir mal durchlesen. Aber wahrscheinlich brauche ich einfach nur meine Großeltern fragen. Die haben, glaube ich, noch Bücher davon. Schneekaninchen. So. Okay. Oh, meine... Oh. Okay, Erscheinungen. Auf Level 7. Jetzt ist besonders spektakulär. Doch, Videos bei YouTube. Okay. Ja, schaue ich auf jeden Fall mal rein. Es klingt zumindest, es könnte es witzig werden. Geralt läuft hier gegen alle Bäume. Da hinten müssen wir hin. The Cat is on fire. Da unten ist noch eine... Ein Auftrag. Le Auftrag. Ich muss mal rauspassen, den später im Discord. Ja, das wäre super. Das wäre super. Ich glaube, anders würde ich es auch wahrscheinlich vergessen, wie ich mich kenne. Aber wenn du es im Discord schreibst, ist es noch besser. Ich komme gleich mit dem Hammer. Ja, okay. Ich hab die Dings schon gefunden. Hier hinten. Hilfst du einem Mann? Ja. Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ist okay. Ich habe alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Meinst du? Ich habe nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich in Novigrad besuchen. Gut, ich helfe dir. Ich bin oft genug in Novigrad. Das sagen sie alle. Komm ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es ja bei dem nicht so. Johann Bohner, heiß ich. Bis dann also. Wir schauen einfach mal. Wir haben ja jetzt genug Geld, also... Why not? Why not? Nein, komm. 7869 Talerchen. Da kann man doch was erübrigen. So, wir sollen mit Krach reden. Mensch, was für ein Schwert. Hast du die Pläne gesehen? Ist doch keine Bank. Woher willst du das wissen, Kaya? Warum nicht zum Teufel? Wenn du einen Bauch... Vielleicht bin ich ja doch einer. Ich meine, weißt du's? Und wir müssen da hinten. Okay. Ah, Plötze! Heya! Sonst hätten sie Zinsen genommen.
Stimmt. Die Priesterinnen sind voll. Da hast du nicht Unrecht. So, wie komme ich da nochmal oben auf den Berg drauf? Wer will mir das Licht ausblasen? Ich glaube, das ist jetzt, oder? Komm ich hoch? Der Weißhaarige. Ah. Wer ist das, frage ich mich. Ein Flieger. Sagen, das sieht man doch. Aber. Genau, was wir brauchen. Komm doch mal her, Reisender. Huch. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen verritten. Würde ich mal so meinen. Scheiße. Ich wollte nur oben auf den Berg drauf. Plätze. Naja, okay. Teilchen, was wollt ihr? Was brauchst du? Willst du in die Gewölbe? Vielleicht. Was macht ihr hier? Wir schneiden Nägel. Nägel? Den Leichen. Weißt du nicht? Erscheinungen bauen ihr verfluchtes Langschiff daraus. Und ihr wollt ihnen den Nachschub abschneiden? Das würden wir, wenn wir in die Gruft kämen. Aber es sind Geister darin. Ach so. Würdest du dich darum kümmern? Also ich war eben drin, da waren keine. Aber gut, komm, machen mal wir. Mal sehen, was ich tun kann. Passt schon. Geister. Ich kann gerade nicht speichern. Kein Problem. Jetzt sind sie aber da. Wow. Ach da. Da hinten geht's noch rein. Ja gut, wahrscheinlich hätte ich auch einfach wirklich tiefer reingehen müssen. Oh. Warte mal. Wir haben doch... Ach du grüne Nonne, was haben wir denn hier? Das Öler Bestien... Geister. Aua. Zwei Fliegen mit einem Schlag. Zwei Erscheinungen sogar. Komm. Ich hab ein Schwert nur für euch. Das Schwert gehört euch allein. Ist hier nicht noch eins? Hm. Okay. Wollen wir nicht. Hier ist nur eins. Luftrohrerscheinung. Ah, warte mal. Dafür brauchen wir wieder... Mit Hirden können wir da ganz gut gegenwirken. Warte, haben wir hier noch irgendwas? Ja. Treffenreparatur. Transportierten. Tagesstern. Bisschen Alkohol. Ja, sehr wichtig. Bisschen Schnappes. Noch mehr Schnappes. Das. Achso, hier oben geht's jetzt lang. Ich wollte gerade sagen, das hat mich jetzt inwieweit weitergebracht. Aber gut, wir haben den Weg gefunden. Aber möchte ich wissen, wo es hier lang geht. Krabbel, Geralt. Krabbel. Okay. Ja. Das hat mich jetzt, glaube ich, nicht so wirklich weitergebracht. Außer, dass ich mich verlaufen habe.
Ah, das Tageslicht. Toll, weil dann kommst du kilometerweit an der Feldstelle raus. Wo war jetzt der Höheneingang? Ja, nee, ist klar, da hinten oder was? Oh, Mann, die Richtung. Ja? Der Nase nach. Nee, schauen wir nicht. Da ist er einmal komplett auf die andere Seite des Berges. Was tut man nicht? Alles für die alten Überschreiber. Wobei ich glaube, manchmal möchte ich auch gar nicht wissen, wo mich meine Nase hintragen würde. Slide hinunter, Geralt. Dass die Welt sich bessern möge. Sachen. Seid gegrüßt. Du auch. Ich habe mich um die Geister gekümmert. Es ist jetzt sicher in der Gruft. Danke für deine Hilfe, Weißhaar. Wir werden Freya ein Opfer in deinem Namen bringen. Sehr schön. Aber mir fällt gerade ein, können wir denn hier was bei der Alchemie machen? Nö. Wie langweilig. Los, los! Und das waren nicht viele Geister. Nein. Wirklich nicht. So, jetzt hoffen wir aber, dass wir irgendwie wieder da zu dieser Burg hinkommen. Ich habe aber keine Ahnung, wie man das, wie man da jetzt genau hinkommt. Warte mal, das war falsch. Hier ist sie. Hier ist die Kreuzung. Mein Navigationssystem ist nicht besonders gut. Einer unserer Jungs hat oder ich kann das hier richtig anwenden. In diesem Burg hier nicht zu übersehen. Das stimmt, ich weiß auch, wo sie ist. Die ist da hinten, aber... Ich habe mich so minimal verritten. Genau hier wollte ich hin. Genau hier. Ich weiß nur nicht, wo ich falsch abgebogen bin. Sachen. Wir sind auf jeden Fall jetzt richtig. Naja. Passiert. Ich werde ihn im Auge behalten. Rauf, rauf, immer schön die Treppe rauf. Ja, in den Tunnel. Hui. Kann ich das? Schade. Schade. Da ist eine unsichtbare Wand, wo ich mit plötzlich dran vorbeikomme. Gut, okay, rett auch nicht. Sehr schön. Diese Tischmesser taugen höchstens. Ah, noch mehr. Ulala. Okay. Das hier möchte ich aber mal speichern. Für den Fall, dass wir ihn jetzt nicht anwärmen können. Jetzt stolzieren Sie hier. Was ich mir aber eventuell vorstellen könnte, weil wir, glaube ich, die eine Quest für ihn noch nicht gemacht haben. Deswegen nur, dass ich dann vielleicht neu laden kann. Für den größten, großen Fälle. Ich möchte nämlich gegen die wilde Jagd nicht abschinken später. Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Worum geht es, mein Freund? Ciri, ich weiß, wo sie ist. Leider wird es die wilde Jagd auch wissen, sobald ich bei ihr bin. Sie wird uns verfolgen, angreifen und wir müssen mit aller Härte zurückschlagen. Kann ich auf dich zählen? Erst die Schwarzen, jetzt Erscheinungen. So ist das Leben. Bring sie her und wir stellen uns ihnen im Kampf. Ich kann das Leben deiner Männer nicht riskieren. Wir können sie nur in Kaer Morhen bekämpfen. Kaer Morhen ist hunderte Meilen weg. Eine Armee dorthin zu bewegen, würde Wochen dauern. Die Inseln wären Nilfgaards Angriffen ausgesetzt. Geralt, verzeih mir, aber das kann ich nicht machen. Das verstehe ich. Ich werde deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Ja gut, er hat ein gutes Argument gebracht. Ich lasse dich nicht mit leeren Händen gehen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Hm? Komm mit. Mhm.
Wunderschöne Handwerkskunst. Du hast einen talentierten Schmied. Nicht ich. König Erlend Ankret. Erlend Steinfaust? Das ist also Winterklinge? Ich dachte, sie wäre eine Legende. In Mahakam geschmiedet, in Drachenfeuer gehärtet. Sie befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Ankret. Und jetzt gehört sie dir. Na gut, das ist eine gute Entschädigung. Das ist bestimmt nicht leicht für dich. Umso mehr weiß ich es zu schätzen. Möge es dir gute Dienste leisten. Schick diese Geister dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Genau das habe ich vor. Leb wohl. So. Gut. Ja gut, das ist ein... Ne? Ein guter Tausch. Wobei, naja. Naja. Ja. Wir belassen es dabei. Ich kann es aber verstehen. Hätte er jetzt gesagt, weil wir die eine Quest noch nicht erledigt haben, dann hätte ich das vielleicht gemacht. Nee. Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Ja, gut. Hallo, Wufi. Da möchte ich aber nicht runterfallen. Eine Axt? Im Ernst? Ohne nicht? Ich würde mich freuen. Aber schön sieht's aus. So, da hinten haben wir auf jeden Fall noch was. Weißt du nicht, wie man da hinkommt? Ist da irgendwie ein Weg hoch? Ja, sehr. Sehr, sehr. Tischmesser. Komme ich denn da hoch? Pass bloß. Oder komme ich da überhaupt hin? Ich weiß nicht, ich gucke einfach gerade mal. Nee, das hier ist irgendein Schlafzimmer. Das hier auch. Aber ich ziehe meine gute Ich meine, ich möchte nur versuchen, dass man da irgendwie... Aber ich glaube, von hier aus... Nee. Okay. Ja, nicht. Vielleicht geht es auch einfach von der anderen Seite oder so, aber... Ah, warte mal, hier. Na gut, das sieht jetzt nicht so danach aus, als würde ich da... komme. Nein. Nein. Nein, wirklich nicht. Das ist es. Das ist eine Verzierung. Ich habe sie auf der anderen Seite. Ja, das geht nur in die andere Richtung, glaube ich. Okay. Wir gucken uns das später nochmal an. Vielleicht kommen wir da irgendwie anders hin. Dann, wir haben ja hier noch einige Quests. Nehmen wir mal, sozusagen. Gegen eine Fäuste. Das ist wo? Das ist da ganz weit ab vom Fluss. Also das war das. Das ist Gwind. Ach, der grüne Neune, das ist da ganz unten. Da
Haben wir nicht noch irgendwas, was näher dran ist? Das hier ist näher dran. Gut, jetzt war auch nicht so weit, aber... ist ja doch näher. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Es sind gefühlt immer alle sauer auf mich. Gibt eigentlich keinen, der nicht sauer ist auf mich. Ha, wie im echten Leben. Eigentlich. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt. Gerät macht sich überall von näher. Weil ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich Freunde sind. Darf ich stören? Ja, meine Gebete sind eh vergebens. Ich habe gehört, du hast Schwierigkeiten mit einem Fluch. Ja, stimmt. Siehst du das? Den Pferdekopf auf dem Stecken. Das ist... ein Nitzdang, eine Art Fluch. Habe ich schon mal gesehen. Ist eine ernste Sache. Er kann Unglück bringen, sogar den Tod. Ja. Der eingeritzte Name ist der von Tjalve, meinem ersten... Wir brauchen alle Gerards Hilfe. Der Junge hat Fieber. Wird schwächer. Bedankt wird's ihm. Naja. Ich werde ihn vielleicht vor dem nächsten Mond begraben müssen. Ich wollte den Fluch aufheben. Ohne Erfolg. Ich kann dir helfen, auf eine von zwei Arten. Erstens, ich kann versuchen, den Urheber des Nitzdangs zu überzeugen, den Fluch aufzugeben. Zweitens, ich kann den Fluch auf den Verursacher zurückwerfen, indem ich dessen Namen auf den Stab schreibe. So oder so muss ich wissen, wer dahinter steckt. Aber ich habe keinem was getan. Ich wüsste niemanden, der mir das wünscht. Dann muss ich Nachforschungen anstellen. Oh. So, ein, zwei Quests mache ich auf jeden Fall noch. Ein Nitzdamm, ein mächtiger Fluch. An der Stange ist auf jeden Fall dann mal gucken. Tjalve, Sohn von Lothar. Die Spur ist noch frisch. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, die Spur führt hier entlang. Was ist das? Ein Frauenschal? Auffälliges Muster? Besonderer Geruch? Ja, Geralt, bist du fertig da jetzt? Ich wollte gerade sagen, ich hatte für einen kurzen Augenblick Angst, dass Geralt da jetzt festgefroren ist. Ah, Glück gehabt. Wenn ich irgendeine Frau, die eifersüchtig ist. Auf irgendwas. Ein Kerl, der eifersüchtig auf ihn ist. Keine Ahnung. Zu viele Gerüche. Ich kann meiner Nase nicht länger folgen. Ich muss wegen des Schals herumfragen. Dann opferten die Jals auf Hindersfjall eine ganze Herde den Göttern, damit sie einen Mann. Bist du Oten? Ja, bist du wegen meines Sohnes hier. Wo soll ich denn nach deinem Sohn suchen? Östlich von hier, in den Ruinen der Festung. Er ist mit einigen Halunken Fanfare aufgebrochen. Hatte sie in der Tat. Solange es nicht wieder ist, wie bei Pläne zu. Sie haben ihm Flausen einfach das komplett abstürzt. In den Kopf gesetzt. Ich habe gesagt, Sohn, die Färöer sind Lügner. Du solltest dich nicht mit ihnen verbrüdern. Aber er wusste es besser. Wie erkenne ich ihn? Ich weiß bisher nur, dass er nicht auf seinen Vater hört. Ziemlich typisch für das Alter. Er heißt Olve, fröhlicher Kerl, lispelt ein wenig. Sein Aussehen ist nicht besonders, aber das letzte Mal, als ich ihn sah, hatte er eine gelbe Tunika an. Die schönste im Dorf. Er hat sie von mir zum Geburtstag bekommen. Das dürfte reichen. Ich sehe mich um, aber versprechen kann ich nichts. Okay. Aber wir müssen immer noch wegen des Sohns rumfragen. Wegen des... Umfragen. Wenn du dich an den Jahr hast, hast du dich zuhören. Ich bin ein einfacher Mann. Ich will kein dreckiger Ochse. Ich bin ein Hexer und kein Ochse, aber trotzdem. Neu hier? Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schlägt.
Ja, wen soll ich fragen? Weiß ich. Ah. Oh, die sieht so animalisch aus. Ja, danke. Ja? Was willst du? Weißt du zufällig, wem dieser Schal gehört? Ja, natürlich. Jonna, unserer Kräuterfrau. Sie lebt hier in dieser Hütte. Sie wird sich freuen, dass du ihn gefunden hast. Ja, ganz bestimmt. Sie wird sich richtig, richtig freuen. Hallo? Ich habe deinen Schal gefunden. Bei Lothars Haus. Beim Netzdang, den du aufgestellt hast. Woher wusstest du das? Nur so eine Ahnung. Vielen Dank, dass du sie bestätigt hast. Du weißt, dass Tjalve mit einem Bein im Grab steht? Wie gut. Das tote Menschen. Der Bastard hätte nie geboren werden sollen. Stimmt. Ich sollte Lothars Braut werden. Aber er hat mich für diese Flunder fallen lassen. Das ist seine Strafe. Für ihn und seine ganze verdammte Familie. Ich möchte, dass du den Fluch aufhebst. Danke, eifersüchtige Frau. Ernst. Also gut. Aber zu meinen Bedingungen. Lothar muss seinem Sohn abschwören und zu mir zurückkehren. Das werde ich ihm sagen. Aber ich denke, wir beide kennen seine Antwort schon. Mhm. Aber ich hatte recht mit der Frau. Nichts gegen Lothar, das hieß einfach. Nein, bitte. Ja, es gibt ja nicht nur einen Lothar auf der Welt, ne? Ich hab da aber verschiedene. Hallo, Lothar! Gut, ihr Glück. Und? Weißt du, wer den Netzdang aufgestellt hat? Er hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Leto. Eine alte Freundin von dir. Jonna. Hätte ich mir denken können. Eifersüchtiges Luder. Gönnt niemandem sein Glück. Und? Wird sie den Fluch aufheben? Ja. Du musst nur deiner Familie abschwören und zu ihr zurückkehren. Nein, niemals. Meine Frau, mein Sohn. Ich würde ihm die Ehre nehmen. Sie in die Armut stürzen. Du musst den Fluch brechen, Hexer. Geheime Zwillingsbrüder. Sie muss sterben. Das kann ich nicht tun. Das hat Jonna nicht verdient. Und mein Sohn? Hat er es etwa verdient? Nein, aber er muss nicht sterben. Du hast die Wahl. Na gut. Hier ist Leto. Wenn es Zerbe rettet, gehe ich zurück zu dem Luder. Leto ist ein Charakter aus dem zweiten Teil, den wir haben leben lassen. Und ist ein Hexer. Aus einer anderen Hexerschule. So. Aber... ich glaube, das ist erstmal ein guter Punkt für heute, aufzuhören. Weiß ich, ich mache sonst eigentlich immer länger, aber gut, ausnahmsweise mal nicht. Muss morgen fit sein. Eventuell streame ich morgen nochmal. Sofern ihr Lust drauf habt, natürlich. Zeit. Wahrscheinlich streame ich morgen nochmal. Mal gucken. Hängt von meiner Lust, meiner Lotte ab. Später kommt.